Hallo zusammen, Silver hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Understanding Blizzard. Heute mit dem Thema die Entwickler. Wer ist das eigentlich und warum ist der Begriff die Entwickler manchmal ein bisschen gefährlich? Okay, was meine ich mit gefährlich? Gefährlich insofern, dass der Begriff Entwickler sehr allgemein ist und damit eine Gruppe von Personen mit zwei Wörtern zusammenfasst, die eigentlich eine sehr heterogene Gruppe sind, also sehr viele verschiedene Leute. Und dass man die so mit einem einzigen Schlagwort über einen Kamm schert, ist in manchen Situationen nicht unbedingt von Vorteil. Was meine ich jetzt damit? Das möchte ich an einem Beispiel illustrieren. Und dieses Beispiel ist der WoW-Patch 6.1.0, der erste Content-Patch aus Warlords of Draenor, wobei der Begriff Content-Patch an dieser Stelle mit sehr großer Vorsicht zu genießen ist. Ja, es ist ein Patch, bei dem sich die zweite Ziffer der Versionsnummer geändert hat, aber er enthielt tatsächlich relativ wenig Content, um nicht zu sagen, eigentlich gar keinen. Kein neuer Dungeon, kein neuer Raid, nichts, was die Geschichte von Warlords of Draenor irgendwie groß vorangebracht hätte. Stattdessen enthielt er ein neues grafisches Modell für Blutelfen, eine ganze Reihe von Feintuning für die Garnison. Und das war, glaube ich, der Part, den die Community Blizzard am meisten übel genommen hat, die Twitter-Integration. Und im Nachgang dieses Patches war in der Kritik vor allen Dingen eine Sache immer wieder zu hören, dass Blizzard zugunsten der Twitter-Integration den Content hier geopfert hätte und lieber die Entwickler die Twitter-Integration hat machen lassen, anstatt neuen Raid-Content zu liefern. Und genau da ist der Punkt, wo ich jetzt sagen muss, wenn man das so sagt, ist das schlichtweg falsch. Denn hier werden einige Unterscheidungen mit dem einen Begriff die Entwickler erschlagen, die an genau dieser Stelle wichtig wären zu beachten. Bevor mich jetzt hier jemand falsch versteht, dieser Patch war tatsächlich als Content-Patch ein Witz und die Entscheidung, mit diesem Patch keinen neuen Raid-Content zu liefern, war mit Sicherheit eine Entscheidung, die mindestens mal kritisch gesehen werden muss und ich kann gut verstehen, dass jeder ziemlich enttäuscht von diesem Patch war. Es geht jetzt mir einzig um diese Formulierung, die Entwickler haben zugunsten der Twitter-Integration den Content geopfert. Auf dieser Formulierung möchte ich mich jetzt ein bisschen austoben. Ansonsten kann jeder über diesen Patch denken, was er will und ich kann die meisten dieser Einstellungen gut nachvollziehen. Okay, um jetzt zu erklären, warum ich mit dieser Formulierung so Probleme habe, sollten wir dann mal die erste Frage beantworten. Wer sind die Entwickler denn eigentlich? Und warum sage ich, dass das eine sehr heterogene Gruppe ist? Bei die Entwickler denkt man natürlich im ersten Moment an Programmierer, so wie es halt bei Softwareentwicklern üblich ist. Allerdings ist das gerade bei Computerspielen nur ein Anteil an dem gesamten Entwicklerteam. Also, ganz grob gesagt, teilen sich die Entwickler in drei Gruppen auf. Die erste sind die Programmierer oder wie es bei Blizzard offiziell in den Stellenausschreibungen heißt, Software Engineers, also Software-Ingenieure. Das sind tatsächlich Programmierer, so wie man sich's vorstellt, die meines Wissens in C++ das Spiel programmieren. Das heißt, alles an Spiellogik, die technischen Grundlagen, Netcode, Grafik-Engine, Spiel-Engine, alles, was tatsächlich irgendwelche Logik des Spiels beinhaltet. Allerdings, wenn wir nur die Programmierer hätten, dann hätten wir nur ein Spiel in Textform und vermutlich noch nicht mal ein besonders gutes. Es gibt also noch andere Gruppen. Die nächste Gruppe sind die Artists, die Künstler. Die sind auch relativ vielschichtig. Das sind zum Beispiel 2D- und 3D-Artists, Sound-Artists, FX-Artists, Animatoren und noch viele, viele mehr, die dafür zuständig sind, das Spiel audiovisuell zu gestalten. Das heißt, die malen die Umgebungen, die Karten, die gestalten die 3D-Modelle für unsere Figuren, für die Rüstung, die wir tragen, für die Waffen und so weiter, machen alle Soundeffekte und gestalten alles, was man quasi sehen und hören kann in diesem Spiel und sorgen dafür, dass wir eben nicht nur ein Spiel auf der Kommandozeile haben. Die dritte Gruppe ist ebenfalls sehr wichtig, das sind die Designer. Das sind die Leute, die sich das Ganze erstmal grundsätzlich überlegen. Die überlegen sich, was wollen wir an Fähigkeiten haben, wie soll die Story aussehen, wie soll die Welt aussehen, was sind die Encounter, die wir haben, welche Klassen und Rassen haben wir, wie stark sollen welche Fähigkeiten miteinander sein. Der ganze Punkt Balancing gehört in deren Überlegung, Battlegrounds und so weiter und so fort. Diese Leute gestalten maßgeblich, was WoW beinhaltet und wie es sich spielt.
Diese Gruppen haben natürlich Abhängigkeiten untereinander. Sowohl die Designer wie auch die Artists können nur mit den technischen Grundlagen arbeiten, die die Programmierer zuerst mal geschaffen haben. Auf der anderen Seite geben die Designer und Artists den Programmierern vor, was für Anforderungen sie haben und was sie gerne hätten. Die Artists bekommen von den Designern die Vorgaben, wie bestimmte Dinge in deren Vorstellung auszusehen haben und haben dann die Aufgabe, das in tatsächliche 2D, 3D und Soundmodelle umzusetzen. Auf der anderen Seite sind sie durch bestimmte Limitierungen eingeschränkt und wenn dann irgendwas nicht geht, müssen sie den Designern bestimmte Dinge vielleicht wieder ausreden. Und so weiter. Und so hängen diese drei Gruppierungen miteinander zusammen und gemeinsam entwickeln sie dann das Gesamtkunstwerk WoW. Um jetzt wieder auf das Beispiel von Patch 6.1.0 zurückzukommen. Dieser Patch enthielt relativ wenig, was die Designer gemacht haben. Gut, jede Menge Kleinigkeiten und Balancing-Tweaks für die Garnison, aber das sind alles keine ganz großen Sachen. Er enthielt von den Artists die neuen Blutelfen-Modelle, was auch eine ziemlich überschaubare Menge ist. Wenn ein neuer Raid gekommen wäre, hätten die sicherlich mehr zu tun gehabt. Und von den Programmierern enthielt er die Twitter-Integration. Und mit dieser Aufschlüsselung, wer von den drei Gruppen hier was zu diesem Patch beigetragen hat, sollte auch klar sein, warum ich mit der Formulierung "die Entwickler haben zugunsten der Twitter-Integration auf Content verzichtet" so meine Probleme habe. Die Twitter-Integration ist von den Programmierern gemacht worden. Die machen allerdings keine Raids und Dungeons. Die liefern höchstens ein paar technische Voraussetzungen dafür. Dungeons und Raids werden von Designern entwickelt, die gegebenenfalls halt technische Voraussetzungen brauchen und gegebenenfalls das ein oder andere Modell von den Artists brauchen. Aber diese Designer haben mit der Twitter-Integration quasi nichts zu tun. Bestenfalls noch ein bisschen im Konzept, damit sie sich überlegen, wie zum Beispiel das Benutzerinterface dafür aussehen soll. Die Hauptlast der Twitter-Integration haben immer noch die Programmierer zu tragen, die sich damit auseinandersetzen müssen, wie nimmt Twitter die Nachrichten an, was muss deswegen an Kommunikation im Netcode passieren und so weiter und so fort. Das heißt, die Leute, die Dungeons und Raids entwickelt hätten, haben mit der Twitter-Integration quasi nichts zu tun und sie haben bestimmt nicht Däumchen gedreht, während Patch 6.1.0 entwickelt wurde. Die Frage ist also, was haben sie stattdessen gemacht? Und die Antwort darauf ist mit aller Wahrscheinlichkeit, sie haben schon an Legion gearbeitet bzw. an Patch 6.2. Und genau deswegen sehe ich diesen Satz als so falsch an, weil Blizzard hat nicht zugunsten der Twitter-Integration Content geopfert. Blizzard hat Content für Warlord zugunsten von Content-Entwicklung für Legion geopfert und deswegen nur diesen sehr kleinen Patch zusammengeschraubt. Okay, ich hoffe, das hat jetzt klar gemacht, wieso ich manchmal so meine Probleme habe, wenn der Begriff "die Entwickler" so ganz allgemein verwendet wird. Das soll es dann jetzt aber auch gewesen sein. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht's gut und ciao.